Ja, herzlich willkommen zu unserer neuen Veranstaltungsreihe, den NIFBE-Zoom-Konferenzen zum Thema Kita unter Corona-Zeiten. Ich bitte auch nochmal die kleine Verzögerung zu entschuldigen und natürlich müssen wir uns bei denen entschuldigen, die jetzt leider nicht teilnehmen können, aber das muss ich nicht Ihnen gegenüber tun. Wir freuen uns natürlich wahnsinnig, dass so viele Menschen Interesse daran gefunden haben und sich hier über 250 Leute angemeldet haben, sind natürlich jetzt sehr traurig, dass nur 100 teilnehmen können, aber begrüßen natürlich diese Personen sehr, sehr herzlich. Diese große Nachfrage zeigt für uns, dass wir offensichtlich da den Zahn der Zeit getroffen haben. Und das ist natürlich auch nicht überraschend. Nicht erst seit Corona ist das Feld der frühkindlichen Bildung sehr stark gefordert mit immer wachsenden Anforderungen und dem fortschreitenden Fachkräftemangel. Und durch die Situation der Pandemie sind natürlich noch einige Herausforderungen hinzugekommen. Wir alle hätten uns nicht vorstellen können, dass Kita und Homeoffice zusammengehören und passen oder dass wochenlang nur Notbetreuung geleistet wird, dass Risikogruppen eine Rolle spielen. All das mussten wir lernen in den letzten Monaten und ganz viele bekannte Abläufe und Routinen waren außer Kraft gesetzt. Ständig neue Herausforderungen kennen das System schon, aber mit dieser Frequenz wie in den letzten Monaten, wo manchmal wöchentlich neue Maßgaben erschienen sind, war das natürlich nochmal eine zusätzliche Herausforderung und hat auch für viele Verunsicherungen gesorgt durch die wechselnden Vorgaben, die unterschiedlichen Hygienekonzepte, die zu erstellen waren. All das ist nichts Unbekanntes oder Neues für Sie. Auch Digitalisierung war eine Anforderung, die noch viel stärker auf uns alle eintraf und einbrach, auch für uns als NIFBE, aber natürlich auch in den einzelnen Einrichtungen. Wir sehen heute, dass das auch immer noch Herausforderung ist und trotz vieler Proben und Übungen nicht immer komplikationslos läuft. Aber wir alle, denke ich, haben da viel gelernt und uns weiterentwickelt in den letzten Monaten. Und trotz dieser ganzen Herausforderungen und Widrigkeiten ist natürlich das Grundziel für alle geblieben, nämlich hohe pädagogische Qualität zu gewährleisten oder eine bestmögliche Betreuung und Begleitung der Entwicklung der einzelnen Kinder zu erreichen und zu gewährleisten. Und deshalb haben wir auch diese Veranstaltungsreihe ins Leben gerufen, um den Fokus noch mal stärker wieder auf die pädagogischen Anforderungen und Herausforderungen zu lenken und gerade auch unter den Bedingungen, die die aktuelle Situation für uns bringt, eben da uns weiterzuentwickeln und trotzdem Pädagogik auf höchstem Niveau leisten zu können. Deshalb, dabei wollen wir Sie unterstützen als NIFBE, wie das ja unser Anspruch insgesamt ist und freuen uns, dass wir so viele hochrangige Expertinnen gewinnen konnten für die verschiedenen Veranstaltungen in dieser Reihe. Das Programm kennen Sie wahrscheinlich oder können es nachlesen auf unserer Homepage. Und ich freue mich ganz sehr, dass wir heute eben hier starten können und würde zurück übergeben an die Moderatorin und ja, Ihnen allen einen informativen Nachmittag wünschen. Ah, danke schön. Ja, meine Damen und Herren, ich wollte Sie an dieser Stelle oder ich grüße Sie an dieser Stelle herzlich mit einem Moin aus Niedersachsen. Uns hat sehr begeistert, dass aus 14 Bundesländern, aus Österreich und heute Morgen kriegten wir noch Post aus den USA, dass diese Menschen alle an dieser Konferenz teilnehmen wollten und wir so ein kleines norddeutsches Flair durch die globale Welt schicken können. Das freut uns sehr, ist jetzt aber auf 100 begrenzt. Und die aus anderen Bundesländern zu dieser NIFBE-Veranstaltung dazugekommen sind, begrüße ich nochmal sehr herzlich. Es sind ganz verschiedene Berufsgruppen auch hier. Wir haben etwa 50% Fachberatungsanmeldungen, etwa 50% Erzieherinnen und gut 30%, nächste Folie, 30% Leitungskräfte.
Dann gibt es Menschen aus Fachschulen, Elternvertretungen und aus Fachschulen an der Stelle. Das wäre die Gesamtzusammensetzung gewesen. Aber daran sehen Sie, was und an wie vielen Stellen diese Pandemie den Alltag verschiedenster Professionen mit verschiedenen Aufgabenbereichen berührt. Und diese Berührung bedeutete ganz viel ad hoc in den letzten Monaten. Und wir werden jetzt gleich von Frau Alemzadeh hören, was eigentlich passiert ist. Und unsere Idee für heute und auch für in dem Vortrag ist, man kann das Ganze nur verstehen in der Rückschau, um Ideen für die Zukunft zu gewinnen. Und Frau Alemzadeh hat dazu verschiedene Forschungen zusammengetragen, aber auch ganz praktisch in der Corona-Krise gearbeitet, und zwar in Fortbildung, wo sie ganz direkt mit Kita-Mitarbeitern, Leitungskräften, Fachberatungen im Kontakt war, aber auch ein Corona-Telefon mit der Hochschule zusammen entwickelt hat, wo ganz konkrete Krisenfragen auf sie zukommen. Die Corona-Zeit fordert und sie fragt uns immer nach der Systemrelevanz. Welche Aufgabe habe ich in meinem beruflichen Feld hier im System eigentlich? Was heißt das, alles, was hier passiert, für meine Führung? Und was heißt das für mein Team? Und wie gestalte ich sinnvoll meine Beratungsarbeit und konzipiere Fortbildungsangebote? Das sind alles Fragen, die Sie in den letzten Wochen beschäftigt haben. Und es braucht kommunikative und pädagogisch sinnvolle Lösungen, die Jungen und Mädchen und Queers in ihrer Entwicklung begleiten und fördern. Und wir verstehen die Welt so oft erst im Nachhinein, müssen aber im Jetzt agieren. Das ist die große Herausforderung, und dazu macht Frau Alemzadeh jetzt ihren Vortrag. Pädagogik unter Corona-Bedingungen, was hat sich verändert? Lassen Sie mich noch drei Sätze zu Frau Alemzadeh sagen. Diplompädagogin, Hochschullehrerin an der Hochschule Rhein-Waal, Fortbildnerin, Fachbuchautorin. Sie leitet als Wissenschaftlerin verschiedene Weiterbildungsreihen an der Hochschule Köln zum Thema Frühpädagogik, alltagsintegrierte Sprachbildung. Und in ihrer Promotion, und das finde ich spannend, hat sie sich intensiv mit Spiel- und Interaktionsprozessen von Kindern von 3 bis 6 beschäftigt und wie wir als Erwachsene diese Prozesse unterstützen können. Sie forscht heute als Professorin für Pädagogik zu verschiedenen Themen, Beobachtung, Dokumentation, Kinder unter 3. Und sie ist nah an der Praxis dran gewesen, eben mit der Corona-Sprechstunde und anderen Kontakten. Nach dem Entree, was wir jetzt gehört haben, würde ich Sie jetzt bitten, Frau Alemzadeh, den Folienvortrag hochzuladen. Und anschließend erfolgt eine Diskussion. Und für diese Diskussion sehen Sie jetzt schon eingeblendet Gisela Röhling, meine Kollegin. Und wir würden Sie gerne bitten, dass Ihre Fragen, weil wir sind jetzt 100 Menschen in dieser Zoom-Konferenz, dass Sie diese Fragen in den Chat eintragen. Und den Chat finden Sie, wenn Sie jetzt in dem Zoom-Kontext unten gucken, dann sehen Sie Chat. Das ist die kleine Sprechblase. Und dort können Sie in einer Zeile Ihre Frage einfüllen. Und diese Fragen wird meine Kollegin dann nachher in einem Einzelgespräch mit Frau Alemzadeh klären. Alle Fragen, die wir heute nicht schaffen zu klären, gibt es dann anschließend im Forum. Dazu sage ich aber nachher noch mal was. Frau Alemzadeh, ich freue mich, dass wir das hier heute zusammen rocken, und gebe Ihnen jetzt gerne die Bühne. Ja, vielen Dank für die sehr, sehr nette Einladung und die einführenden Worte. Auch von mir ein ganz herzliches Willkommen in die große Runde. Ich freue mich natürlich genauso wie das NIFBE-Team, dass es hier eine sehr große Resonanz heute gibt. Und ich denke, dass das auch bedeutet oder uns nochmal zeigt, dass wir alle sehr damit beschäftigt sind, was eigentlich die letzten Wochen und Monate mit uns gemacht haben.
Ja, ich würde jetzt heute einsteigen, indem ich ihn erst nochmal so ganz kurz, wobei ich den Eindruck habe, das wurde jetzt schon gut gemacht von meinen zwei Vorrednerinnen, die Einführung in die letzten Monate nochmal das Revue zu passieren. Und ich habe mich entschieden für den Vortrag, um für uns nochmal wirklich das gut Revue passieren zu lassen, die vier Phasen vom Lockdown bis zum Regelbetrieb nochmal sozusagen Ihnen vor Augen zu führen, auch wenn es gar nicht so lange her ist, aber nochmal uns alle ins Bewusstsein zu rufen, was war eigentlich seit März, was ist da eigentlich passiert? Und daran gekoppelt auch immer wieder anzuschauen, was waren denn in Kombination mit diesen jeweiligen Phasen die großen Herausforderungen, die sich der Praxis gestellt haben. Abschließend würde ich dann mit einem Fazit, mit Überlegungen von mir, bin dann aber auch natürlich sehr, sehr gespannt auf Ihre Fragen, Kommentare, Feedbacks. Gut, legen wir los. Dass Corona in allen Lebensbereichen sehr, sehr große Veränderungen mit sich gebracht hat, ist uns allen klar. Wir alle sind sozusagen Ende März vor die Tatsache gestellt worden, alles umstellen zu müssen, sei es die Kindertagesbetreuung, sei es unsere eigenen Arbeitsverhältnisse, in Homeoffice zu wechseln, mit unseren Familien von heute auf morgen ganz neue Routinen zu gestalten, um den Familienalltag überhaupt sozusagen aufrechtzuerhalten. Und ganz groß ist natürlich die Frage, wie sah Pädagogik unter dieser Zeit aus? Es hat sich unglaublich viel von heute auf morgen verändert. Es gab sehr viele Herausforderungen, mit denen keiner gerechnet hätte. Und die wollen wir uns jetzt nochmal anschauen. Wir wissen alle, es begann sozusagen mit der Schließung der Kindertagesstätten mehr oder weniger von heute auf morgen. Ende März, das war in den meisten Bundesländern der 28. März, bei anderen auch die Woche darauf. Und erst Ende April wurde ein vierphasiger Stufenplan von der Jugend- und Familienministerkonferenz entschlossen für alle Bundesländer, die es hervorsah, dass es bis zur Öffnung und somit bis zum Wiedereinstieg in den Regelbetrieb vier Phasen geben soll. Diese vier Phasen würde ich jetzt gerne mit Ihnen einmal durchgehen und einfach nochmal schauen, was hat sich in diesen vier Phasen denn gezeigt und was waren Dinge, mit denen wir ganz plötzlich konfrontiert worden sind. Sowohl Sie in der Praxis als auch wir vielleicht in anderen Ebenen, wie jetzt auf der Hochschulebene oder hier in Forschungsinstitutionen. Ich sehe das als ein gemeinsames Miteinander rantasten und schauen, was sich in diesen Phasen gezeigt hat und wie wir alle gemeinsam auch versuchen, diese Phasen nachzuvollziehen und zu verstehen. Ja, mit der vermehrten Ausbreitung von Covid-19 setzte in der dritten bis zur vierten Märzwoche das Betreuungsverbot ein. Das bedeutete ganz klar, dass in dieser Zeit nur Kinder, deren Eltern beide in Betrieben der kritischen Infrastruktur arbeiteten und die Betreuung nicht anders gewährleisten konnten, dass die Kindertagesbetreuung genutzt werden durfte. Für alle anderen Kinder hieß das und Familien, dass die Kinder zu Hause bleiben mussten und sozusagen Home-Kindergartening, Homeschooling und Homeoffice vereinen mussten, sozusagen als gemeinsame Familie. Die größte Herausforderung, die sich in dieser Zeit aus meiner Sicht stellte, war die Frage, wie konnte Kontakt zu den Familien in dieser Zeit gehalten werden? Wenn wir uns nochmal die Beiträge, sei es in irgendwelchen Internetforen wie beim NIFBE, anderen Internetseiten, die extra auch dafür nochmal sozusagen kreiert worden, gestaltet worden, ziemlich auch in Schnelle, um sozusagen pädagogische Fachkräfte zu unterstützen, wurde immer wieder deutlich, dass Expertinnen darauf hingewiesen haben, dass es eines der wichtigsten Dinge ist, was Fachkräfte jetzt tun könnten, Kontakt zu halten. Denn sehr, sehr schnell zeigte sich schon im Familienalltag ein großer Stress bei vielen, die einfach überfordert waren von heute auf morgen, selbst im Homeoffice ihre Tätigkeiten zum Teil Vollzeitstellen umsetzen zu müssen, nebenher aber
für die Kinder sorgen zu müssen und natürlich auch für Kinder da sein zu müssen. Ihnen brauche ich das nicht zu sagen, als pädagogische Fachkräfte, dass Kinder natürlich dann auch einen Anspruch darauf haben, dass man für sie da ist und sie nicht einfach nur nebenher parallel laufen lässt. Und ganz spannend finde ich, das war schon eines meiner ersten Erkenntnisse, dass wir hier in einer ersten Studie Kindsein in Zeiten von Corona sehen, dass zwar die Anforderung und der Anspruch sehr hoch war und wir das in den Medien immer wieder nachlesen und auch gehört haben, dass die Studie aber zeigte, dass letztendlich ein Viertel der Kinder nichts von ihrer Bezugsperson in dieser Zeit gehört hat, dass nur ein Zehntel der Kinder häufigen bis wirklich sehr häufigen Kontakt hatte, also ein sehr geringer Anteil der Kinder und typischerweise eher selten oder sehr selten manchmal Kontakt stattgefunden hat. Wenn sozusagen unser Bild vielleicht auch ein bisschen getrübt wurde, dadurch, dass besonders engagierte pädagogische Fachkräfte, die eher so herausragen in ihrem Berufsfeld, sehr aktiv waren und im Internet präsent waren mit Sachen wie, wir halten Kontakt, wir machen Videokonferenzen, wir rufen die Kinder regelmäßig an, wir bringen den Kindern Material, Tüten, Taschen nach Hause zur Beschäftigung. Das wurde mir nochmal klar, dass das vielleicht auch ein Stück weit selektive Wahrnehmung ist, dass natürlich die Menschen, die sehr engagiert waren, da auch sozusagen in den Medien ihren großen Auftritt hatten, dass aber die Studien, die Zahlen uns zeigen, dass eher sehr wenige Kinder am Ende in den Genuss gekommen sind. In Genuss ist vielleicht übertrieben, da viele Familien wirklich da auch Unterstützung gebraucht hätten in dieser Phase. Das ist schon mal ein guter Hinweis für uns, was passiert, wenn wir nochmal in eine ähnliche Situation kommen, wenn es nochmal zu einem Lockdown käme. Es wird auch immer deutlicher, dass viele überhaupt die technischen Möglichkeiten noch nicht hatten oder nicht nutzen konnten, weil sie sich erstmal selbst einarbeiten mussten. Wobei ich da mal sagen würde, auf pädagogischer Ebene ist der Moment des In-Beziehungsseins das Wichtigste. Und ich denke, über ein Telefon verfügen alle Kitas und auch alle Familien. Also das wäre was, wo man sofort initiativ starten könnte, um in Kontakt zu gehen. Genau. Dann kam die Phase 2. Das bedeutete eine flexible und stufenweise Erweiterung der Notbetreuung. In den meisten Bundesländern erfolgte diese Phase bis Ende April. Und es war jetzt möglich, dass die Kindertagesbetreuung nun von weiteren Eltern bestimmter Berufsgruppen, aber auch von Alleinerziehenden und insbesondere, das war ein ganz, ganz wichtiger Schritt aus fachlicher Ebene, der auch aus fachlicher Sicht etwas zu spät kam, tatsächlich für Kinder aus prekären Lebenssituationen. Da hatten wir alle den Eindruck, also auf der Fachebene, dass man viel schneller hätte dafür eigentlich sorgen müssen, dass Kinder zum Beispiel bei denen Notbetreuung, bei denen einen Hilfeplan oder einen Schutzplan sozusagen da ist, wo die Kita ein ganz fester Bestandteil dieser Schutzpläne darstellt, die hätten von Anfang an eigentlich in die Notbetreuung gemusst. So wurde auch deutlich, dass Kinder, die selber psychisch krank sind oder Kinder von psychisch erkrankten Eltern in dieser Phase wirklich sehr, sehr stark gelitten haben und die in den pädagogischen Einrichtungen sehr wahrscheinlich viel mehr Unterstützung hätten finden können. Da glaube ich sozusagen, wenn wir das ganze Revue passieren lassen, dass unsere Systeme etwas spät geschaltet haben. Sie haben Gott sei Dank dann noch schnell versucht, sich zu bewegen, aber es zeigt auch einfach, dass wir alle überfordert waren. Ne? Also wir wurden alle überrollt von diesem Ereignis Ende März und deshalb finde ich es ganz, ganz wichtig, an dieser Stelle niemanden da zu stark zu kritisieren, sondern einfach zu sehen, okay, da haben wir Anlauf gebraucht. Das hat unser System Zeit gekostet, bis die wirklich relevanten Punkte erkannt wurden und dann auch in Handlungsschritte umgesetzt worden sind. Genau wie Frau
Gerlinde eben schon gesagt hatte, das können wir ja dann auch weiter sozusagen nutzen für die Zukunft, um dann zu gucken, wie können wir bei solchen Situationen demnächst einfach schneller reagieren, um diesen Familien auch von Anfang an mehr Unterstützung bieten zu können. Genau, vermehrt, das ging damit einher, wurden dann Stellungnahmen veröffentlicht, die darauf sehr stark hingewiesen haben, dass die Sicherstellung des Kinderschutzes eine verfassungsrechtlich verankerte Pflicht sei, die auch während der Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie natürlich unverändert bestehen geblieben sind. Und man hat immer wieder die Diskussion gehört, Infektionsschutz versus SGB VIII, das Sozialgesetzbuch. Das sind Fragen natürlich gewesen, die sehr, sehr schwierig bis heute zu beantworten sind, weil es ist uns allen klar, dass wir alle gemeinsam für diesen Schutz sorgen wollen und dass wir alle gemeinsam dafür sorgen wollen, dass alle Kinder, die Eltern, dass die pädagogischen Fachkräfte, dass sie alle unter Arbeitsbedingungen arbeiten, die ihnen kein zu großes Risiko abfordert sozusagen. Und trotzdem merken wir, je länger wir sozusagen auch mit der Pandemie voranschreiten, dass es doch einige Paradoxien gibt, wo dieser Infektionsschutz pädagogischen Maßnahmen zum Teil entgegensteht oder einfach nicht ganz mit ihm einherkommt. Das sind einfach Momente, wo wir überlegen müssen, wie bekommen wir das in den nächsten Wochen und Monaten besser gestaltet, weil wie sich abzeichnet, ist Corona kein Thema für 5, 6 Monate gewesen, sondern wird uns einfach länger begleiten. Hinzu kamen natürlich diese sehr, sehr unterschiedlichen Anforderungen. Fachkräfte waren zum Teil selber sehr verunsichert und um die eigene Gesundheit auch besorgt, zu Recht. Wie wir alle wissen, benötigen Kinder, je jünger sie sind und gerade Kinder im Alter von 0 bis 6 Jahren, unglaublich viel körperliche Nähe. Da funktioniert keine Distanzhaltung, da funktionieren auch keine Abstandsregeln mit den Eltern vielleicht. Die Kinder brauchen uns aber körperlich auch nah und anwesend. Und da haben wir ganz deutlich gesehen, dass dies für einige Fachkräfte zu Verunsicherung gesorgt haben und die auch, je nachdem, in welcher Lebenslage sie selbst gerade leben, manche haben beispielsweise selber Risikopatienten in ihrem Hausfeld, dass sie dadurch auch ja, mit sehr unsicherem Gefühl wieder gestartet sind, als sie aus dem Homeoffice in die Einrichtung mussten, was man natürlich auch gut nachvollziehen kann. Genau. Dann kommen wir zur dritten Phase, der eingeschränkte Regelbetrieb. In der dritten Phase wurde die Zugangsmöglichkeit immer mehr Kindern ermöglicht, wenn auch unter besonderen Bedingungen. Das bedeutet zum Beispiel für sehr viele Kinder einen geringeren Betreuungsumfang, als dieser vertraglich vereinbart wurde. Natürlich gibt es immer wieder Besonderheiten in den unterschiedlichen Bundesländern, aber ich denke, das ist etwas, was zum Beispiel viele Bundesländer betraf. Und was sehr deutlich wurde, ist, dass in den allermeisten Kitas hier pädagogische Routinen, die eigentlich konzeptionell stark verankert waren und Strukturen, mit Beginn des eingeschränkten Regelbetriebs nochmal deutlich verändert und umgestellt wurden, um die Vorgaben zu erfüllen, die hier natürlich um die Corona-Hygieneregeln und alles, was dazugehört, einhalten zu können, umsetzen zu können. Das sind zum einen Auswirkungen wirklich auf pädagogisch-konzeptionelle Ausrichtungen, zum Beispiel, dass alle, die vorher offen oder teiloffen gearbeitet haben, wieder zurück in die Gruppenpädagogik gegangen sind, um einfach zu gewähren, dass die Gruppen nicht zu sehr durchmischt werden und dass man mit relativ kleinen Kindergruppen zusammenarbeitet. Auch gab es grundsätzliche Veränderungen von Gruppenstrukturen, die sich gezeigt haben. Und wenn wir in den Alltag hineinschauen, hat sich ja im Alltag unglaublich viel verändert. Also ganz deutlich ist die Umstrukturierung in der Bring- und Abholsituation. Viele Eltern haben die Einrichtung seit Monaten nicht mehr betreten. Abgabe oder Übergabe durfte natürlich nur noch mit Maskenpflicht stattfinden, völlig klar, um den pädagogischen Fachkräften auch sozusagen
ja, kein zu großes Risiko durch die sehr vielen Kontaktpersonen zuzumuten. Aber wir haben auch Veränderungen gesehen, zum Beispiel im Eingewöhnungsverlauf. Da wird es nächste Woche ja einen gesonderten Vortrag zu geben. Deshalb möchte ich da jetzt nicht zu tief einsteigen. Aber alleine die zwei Punkte, die für mich sehr wesentlich waren, dass in sehr, sehr vielen Einrichtungen durch diese Bestimmung nochmal ein deutlicher Eingewöhnungsplatz den Eltern zugewiesen worden ist, wo sie sich bitte nicht entfernen sollten. Das ist, trifft natürlich nicht für alle Einrichtungen zu, aber das habe ich von sehr, sehr vielen Einrichtungen mitbekommen. Oder aber auch die Maskenpflicht für die Eltern, auch während der Eingewöhnung, obwohl es keine Maskenpflicht gesetzlich festgeschrieben gab. Und die auch aus meiner Sicht wieder dafür spricht, dass wir hier mit vielen Ängsten im pädagogischen Feld zu tun hatten, da wenn wir pädagogisch überlegen, ich glaube, uns allen sehr, sehr klar ist, dass in einer Eingewöhnungsphase, wo Kinder unglaublich stark darauf angewiesen sind, Emotionen, Gefühle und Mimik und Gestik der Eltern zu lesen, der gesamte Gesichtsausdruck unglaublich wichtig ist. Und ich möchte ungerne mich in die Perspektive der Kinder hineinversetzen, wie es sein muss in einer Eingewöhnung, wo ganz, ganz, ganz viel Neues auf ein Kind zukommt, sozusagen, wenn ich in das Gesicht der Eltern gucke, nicht das Gesicht so lesen kann, wie ich sonst kann, sondern einfach nur noch so diesen kleinen Ausschnitt habe, der mir als Kind sehr viel weniger Informationen darüber gibt, ob das gerade alles so in Ordnung ist oder ob die Situation vielleicht ein bisschen heikel sein könnte. Da bin ich dann der Meinung, dass wir einfach immer sehr gut überlegen müssen und auch einfach sehr gut abwägen müssen, wo die pädagogischen Gründe überwiegen und wie man die pädagogischen Gründe mit den Schutzmaßnahmen unter einen Hut bekommen kann. Das fände ich sozusagen das Ziel, das wir erreichen müssten. Ich habe beispielsweise vielen Einrichtungen, die ich beraten habe, gesagt, machen Sie Outdoor-Eingewöhnung, gehen Sie in den Garten, wo die Eltern dann auch ohne Masken rumlaufen können. Hauptsache, die Kinder sehen die Eltern so, wie sie sie auch kennen. Das sind einfach Dinge, wo ich denke, wir haben so viele neue Sachen zu entscheiden gehabt, dass manche auch gar nicht darüber nachgedacht haben, ob das jetzt wirklich für die Kinder vielleicht eine Belastung sein könnte. Aber aus meinen Forschungen zur Eingewöhnung würde ich da ganz klar sagen, dass das für viele Kinder eine schwierige Tatsache dargestellt hat, wenn sie es so erleben mussten. Genau, so. Was ich auch ganz spannend finde, ist, wenn wir in die Theorien und in unsere vielen Bücher und Forschungen gucken, die wir haben, ist es ja überhaupt keine Frage, dass wir uns alle einig sind, dass theoretisch-konzeptionell die Bedeutung gleichbleibender struktureller Alltagssituationen in ihrer Relevanz für die pädagogische Arbeit ganz, ganz klar ist. Also uns allen ist die Bedeutung von Alltagsroutinen klar, damit Kinder und auch ihre Familien Orientierung im Alltag haben und dadurch auch einen Schutz haben, dass sie genau wissen, ach, immer wenn ich morgens ankomme, werde ich dort empfangen und Mama bringt mich in die Gruppe oder Papa, vielleicht auch Oma und dort findet dieses Ritual statt. So, und in den letzten Monaten, das brauche ich Ihnen jetzt eigentlich nicht zu erzählen, aber Sie haben es wahrscheinlich alle erlebt, wurden durch diese ständig neuen Verordnungen, die wirklich teilweise wöchentlich kamen, all diese Alltagsroutinen über Bord geschmissen. Alles musste neu geschaffen werden. Die Ankommenssituation war anders, die Essenssituation waren anders, die Gruppenkonstellationen waren anders. Kinder durften nicht mehr in Räume, wo sie vorher rein durften. Sie durften sich nicht mehr frei bewegen. Und ich denke, dass das unglaublich viele Herausforderungen für sie dargestellt hat, aber auch für die Kinder und die Familien. Und für mich kommt auch noch mal hinzu, was ich selber beobachten konnte, dass wir uns immer wieder vor Augen halten müssen, auch wenn ich die ganz, ganz, ganz viele Bemühungen wahrgenommen habe im Feld von pädagogischen Fachkräften, diesem gerecht zu werden, ist es doch deutlich, dass es einfach sehr schwierig ist, Kindern zwischen 1 und 6 Jahren, und ich würde noch mal betonen, gerade Kinder unter 3 Jahren, zu erklären,
warum sich alles durch Corona verändert hat. Also ich bin ja jemand, der viel aus der Perspektive von Kindern forscht. Also ich versuche immer auch aus der Perspektive der Kinder zu schauen, indem ich ethnografisch teilnehmende Beobachtungen mache. Und ich kann mir vorstellen, dass für die Kinder Corona wie so ein abstraktes Monster irgendwie dasteht, was der Grund für alles ist. Weil ganz oft, wenn es hieß, warum können wir das jetzt nicht mehr machen? Ja, wegen Corona dürfen wir das jetzt nicht. Wir müssen jetzt Abstand halten wegen Corona. Wir dürfen nicht mehr in den Bauraum wegen Corona. Die Familien erzählen, wir können nicht in Urlaub fahren wegen Corona. Ich versuche dann immer zu überlegen, was stellt sich so ein dreijähriges Kind vor? Und ich glaube, trotz ganz vieler Bemühungen, auch Corona in Form sichtbar zu machen, da haben wir gesehen, dass das zum Teil Kindern nur sehr beängstigt hat, wenn sie zum Beispiel diese Erklärvideos gesehen haben, dass sie nicht wirklich bei jüngeren Kindern dazu beigetragen haben, das zu verstehen, sondern eher noch mehr für Ängste und Sorgen gesorgt haben tatsächlich. Also auch da ist es eine Herausforderung, definitiv als pädagogische Fachkraft im Alltag immer wieder für die Kinder da zu sein und diese Erklärungen kindgerecht liefern zu können. Gut, schauen wir weitere Herausforderungen an. Muss man natürlich sagen, dass die Umstrukturierung des gesamten pädagogischen Alltags unglaublich stark einen anderen Fokus gesetzt hat. Deshalb schreibe ich jetzt hier, ohne Sie provozieren zu wollen, trotzdem in Anführungsstrichen, viele neue Aufgaben prägen den pädagogischen Alltag, da auf einmal der pädagogische Alltag ganz stark über Hygieneregeln bestimmt wurde. Also Sie alle, vor allem Leitungspersonen, mussten unglaublich viele neue Pläne erstellen mit ständig neuen Vorgaben, häufiges begleitetes Händewaschen, Desinfizieren von Spielmaterialien, erhöhte Aufsichtspflicht, dass keine Gruppendurchmischung stattfinden. All das gehörte von heute auf morgen zu Ihrem Alltag, was natürlich in Konsequenz aber auch bedeutete, dass weniger Zeit für die typischen pädagogischen Aufgaben da waren, die sie sonst normalerweise geleistet haben. Völlig klar. Also man kann nicht 10 Aufgaben extra bekommen und das andere trotzdem weiterhin so ausführen wie zuvor. Also auch das sind Dinge, wo wir einfach überlegen müssen, wo ist die Priorität hingewandert? Inwiefern muss sie dort auch bleiben und inwiefern bekommen wir es hin, jetzt mit ein bisschen Abstand die Prioritäten auch langsam wieder so zurechtzurücken, dass wir am Ende ein Gleichgewicht haben, dass wir Pädagogik nicht aus den Augen verlieren und trotzdem für einen sicheren Alltag sorgen, der den Hygieneregeln und ihrem Schutz einfach auch dienen kann. Gut, was ich auch noch mal gesehen habe, war, dass natürlich eine große Einschränkung der Partizipationsmöglichkeiten deutlich wurde. Also immer mehr Situationen wurden vorgegeben. Es wurden viele Fragen aufgetaucht. Warum darf ich nicht mehr in den Bauraum? Warum darf ich nicht mehr meinen Freund in der Nebengruppe besuchen von den Kindern? Und das habe ich eben schon angedeutet, dass es sehr schwierig auch war, dem immer gerecht zu werden. Und grundsätzlich haben sich immer wieder Paradoxien gezeigt oder auch Dilemmasituationen im Alltag, weil einerseits zum Beispiel ganz klar gefordert wurde, dass man in kleinen Gruppen arbeiten soll und möglichst wenig Personen durchmischen soll. Andererseits ist ein ganz starker Personalmangel, den wir schon immer hatten und der sich jetzt nochmal sehr, sehr verstärkt gezeigt hat, da, womit wir sozusagen nicht beiden Anforderungen gleichzeitig gerecht werden können. Ich konnte auch beobachten, dass tatsächlich sehr viel mehr Angebotspädagogik wieder in den Fokus gerückt ist, obwohl die letzten Jahre sehr stark aus pädagogischer Sicht in Richtung kindzentrierte Pädagogik gearbeitet wurde. Auch das hat natürlich damit zu tun gehabt, dass die Öffnung, die wir in den letzten Jahren sehr angestrebt haben, wieder sehr stark zurückgehen musste, um sozusagen all den Regelungen gerecht werden zu können. Und ein kleines Beispiel vielleicht, das ich nennen möchte hier, ist, dass wir in der Zeit, wo
Familien ja auch Kontakt, wo wir versucht haben, Familien mit Kontakt mit den Familien zu behalten. Da war ich einerseits ganz hoch beeindruckt von Kitas, die erzählt haben, dass sie sich so viel Mühe machen und kleine Pakete für die Kinder zusammenstellen, die sie ihnen zum Teil nach Hause vor die Tür gestellt haben, um die Eltern auch zu entlasten, um ihnen irgendwie Beschäftigungsmaterial nach Hause zu geben, damit, wenn die Eltern im Homeoffice sind, die Kinder auch was zu tun haben. Und dennoch denke ich, dass das, was wir ihnen alle sehr hoch anrechnen und was sie in dieser Zeit bestimmt ganz genau richtig gemacht haben, so, weil was anderes hätte gar nicht laufen können. Und wo ich aber einfach darauf verweisen will, wir sollten nicht aus dem Blick verlieren, dass es trotzdem in eine andere Richtung Fanpädagogik geht, als die wir eigentlich anstreben. Natürlich ist aber völlig klar, in der Situation war es richtig, es so umzusetzen. Und es war viel besser, es sowas in der Art umzusetzen, als nichts zu tun. Und trotzdem denke ich, gucken wir heute immer wieder mit dem Rückblick, was wollen wir aber auch lernen aus den letzten Monaten, was sich vielleicht einfach verändert hat, weil es anders in diesem Moment nicht möglich war. Selbstfürsorge versus Kinder und Familien, für Kinder und Familien da sein wollen, auch das ist ein Punkt, der, glaube ich, ganz wichtig ist. Den habe ich auch schon angedeutet. Ich hatte den Eindruck, dass viele pädagogische Fachkräfte einerseits unbedingt wieder für ihre Kinder und für die Familien der Kinder da sein wollten und mit viel Eigenengagement wirklich da auch sich tolle Ideen überlegt haben und vieles umgesetzt haben und gleichzeitig auch immer wieder deutlich wurde, dass viele Fachkräfte sich überhaupt nicht sicher gefühlt haben, wieder in den Kita-Alltag zurückzukehren, während viele, viele andere Berufe weiterhin im Homeoffice bleiben sollten. Das dürfen wir auch nicht aus dem Blick verlieren, dass wir die Ängste und Sorgen klar erkennen und anerkennen, dass diese auch ihre Berechtigung haben. Genau, große Herausforderung. Frau Münch hatte, wie ich gehört habe, am Freitag noch beim NIFBA einen Fachtag. Und da sagte sie unter anderem, Kindertagesbetreuung ein System unter Druck vor, während und nach der Covid-19-Pandemie. Dem kann ich mich absolut nur anschließen. Ich denke, was jetzt gerade passiert, ist, dass wir sehen, dass all das, was sich in den letzten Jahren überdeutlich gezeigt hat, und zwar, dass zu den Rahmenbedingungen einer gelingenden frühpädagogischen Qualität vor allem eine gute personelle Ausstattung von Kindertageseinrichtungen zählt. Und dass viele, viele Studien bereits vor Corona darauf hingewiesen haben, dass die hohen Anforderungen, die in der Praxis zu stemmen sind, mit den gegebenen Rahmenbedingungen einfach nicht übereinstimmen. Und in der Corona-Zeit zeigte sich jetzt noch stärker, unter anderem, weil Personal, weil es zur Risikogruppe gehörte, nicht eingesetzt werden konnte und man jetzt auch einfach viel schneller natürlich bei Krankheitssymptomen ausfällt als zuvor. So, dass wir momentan die Personalsituation als wirklich riesengroße Herausforderung spüren. Ich hatte heute Morgen noch einen Anruf bekommen. Ich bin an der Hochschule Rheinwahl in Kleve und aus einer Kita-Verbundeinrichtung, wo sie gesagt haben, ja, von 6 Einrichtungen können 3 nach wie vor den Regelbetrieb einfach nicht gewährleisten, weil wir Personalmangel haben und wir das nicht leisten können. Und viele Eltern fühlen sich unter Druck gesetzt, weil sie ihren Berufen trotzdem nachgehen müssen. Ich habe den Eindruck, dass es allerhöchste Zeit ist, dass wir da einfach anerkennen, dass wirklich die bundeseinheitlichen Standards für strukturelle Rahmenbedingungen nach wie vor fehlen. Auch das hat der Länderreport der Bertelsmann Stiftung gerade hochaktuell nochmals ganz klar mit Zahlen festgehalten. Und es gibt einige Studien, die wirklich in den letzten Jahren gezeigt haben, dass pädagogische Fachkräfte unglaublich hohen Belastungen ausgesetzt sind und unter sehr belasteten Arbeitsbedingungen arbeiten und dass wir unglaublich stark dafür sorgen müssen, unsere pädagogischen Fachkräfte sozusagen stark zu halten, damit sie wirklich auch weiterhin für unsere Kinder da sein können und dass sie auch weiterhin Spaß haben an ihrem Beruf und nicht mehr oder weniger einer nach dem anderen ins Burnout verschwinden.
diese Stärken, diese Sorgen, Ängste und Unsicherheiten wurden natürlich in den letzten Monaten nochmal verstärkt. Das bedeutet, das, was schon vor Covid-19 sichtbar war, wird jetzt eigentlich nur noch stärker sichtbar und bedeutet für uns, dass wir wirklich ganz, ganz dringend gucken müssen, wie wir da aus diesem Hamsterrad rauskommen und bessere Bedingungen schaffen. Ich sehe das als gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Genau, also einerseits ist die Wertschätzung der Eltern unglaublich stark gestiegen für die Arbeit in den Einrichtungen. Und andererseits änderten sich natürlich jetzt auch nochmal durch die Vorgaben der Umgang mit den Eltern. Das bedeutet, Eltern kommen kaum noch in die Einrichtungen rein, Bring- und Abholsituationen sind sehr kontaktarm. Und was mir auch immer wieder zu Ohren kommt, ist, dass jetzt im Moment ein erhöhtes Konfliktpotenzial durch die plötzlich sehr relevante Frage auftaucht, ist das Kind gesund oder hat es Erkältungssymptome und muss vielleicht zu Hause bleiben? Auch da spürt man, dass natürlich die Unsicherheit der Fachkräfte da ist, gerade weil die Kleinkinder uns sehr nahe kommen und wenn sie Erkältungssymptome haben, dass da sozusagen anders reagiert wird, als es noch letztes Jahr im Herbst der Fall war. Genau. Gut, wie wirkt sich das auf die Zusammenarbeit aus? Ich denke, auch hier ist es wichtig, einfach Revue passieren zu lassen, dass all das, was in den letzten Jahren mühevoll erarbeitet wurde in Richtung mehr Transparenz in der pädagogischen Arbeit, dass wir da aufpassen, dass sich das jetzt nicht rückläufig entwickelt. Ich habe Kitas kennengelernt und kenne auch einige Einrichtungen, die hier sehr innovativ geworden sind, die konzeptionelle Veränderungen für die Zusammenarbeit mit den Eltern auch ad hoc wirklich jetzt umgesetzt haben, zum Beispiel über gesicherte Apps, wo das Tagesgeschehen trotzdem dokumentiert wird oder indem sie Portfolios wirklich aktualisieren und den Kindern mit nach Hause geben, häufiger mal anrufen oder Übergangshefte nutzen. Das widerspricht sich aber natürlich gleichzeitig mit dem, was ich Ihnen eben gesagt habe, dass die Fachkräfte insgesamt sehr, sehr, sehr hohen Belastungen ausgesetzt sind, weshalb ich ziemlich sicher bin, auch wenn ich hierfür jetzt keine Zahlen habe, dass zu vermuten ist, dass das ein sehr kleiner Anteil von Einrichtungen sind, die diese innovativen Formen momentan umsetzen und dass der größere Anteil der Einrichtungen damit übersetzt, gerade beschäftigt ist, den pädagogischen Alltag grundsätzlich gut zu meistern. Gut, mit Blick auf die Uhr versuche ich, mich etwas zu sputen. Seit kurzer Zeit sind alle Bundesländer wieder im vollständigen Regelbetrieb, die meisten nach den Sommerferien. Was ich merke, ist, dass das für die Kitas aber noch lange nicht bedeutet, dass sie wieder so arbeiten wie zuvor. Und dass es eine große Herausforderung für die pädagogischen Fachkräfte darstellt, Hygienevorschriften und die notwendigen pädagogischen Maßnahmen, vor allem, wenn man sich an den unterschiedlichen und an den kindlichen Bedürfnissen orientieren möchte, unter einen Hut zu bekommen. Ich glaube, wir stehen hier in einem sehr spannungsvollen Verhältnis und das ist jetzt sozusagen auch unsere aktuelle Aufgabe, wie wir damit umgehen können. Einige Kitas haben sich auch dazu entschieden, das habe ich jetzt sehr häufig sogar gehört, dass sie ihre neu etablierten Regelungen, zum Beispiel statt offener Arbeit Gruppenpädagogik zu machen oder die Übergabesituation an der Tür zu machen und Eltern nicht in die Kindertagesstätten reinzulassen oder nur in besonderen Situationen reinzulassen, dass sie all das weiterführen wollen vor Sorge oder aus der großen Sorge heraus, dass sich vielleicht in 2-3 Wochen wieder alles ändert, die Kinder sich an die alte Situation gewöhnen und dann wieder alles umgestellt werden muss. Ich glaube, hierin zeigt sich zum einen eine große Erschöpfung, ständig neu reagieren zu müssen und immer wieder neu überlegen zu müssen, wie können wir es am besten machen. Und andererseits denke ich, dass es unsere ganz, ganz große Herausforderung ist, auch hier wieder nicht aus dem Blick zu verlieren, dass es kein pädagogischer Alltag in dem Sinne ist, dass wir immer noch in einem Ausnahmezustand sind und dass es unter bestimmten Voraussetzungen vielleicht auch dann nachvollziehbar ist, es so umzusetzen, dass aus meiner Sicht aber nicht
in Anführungsstrichen die neue Pädagogik sein kann, Eltern raus aus der Kita und all die Transparenz, an der wir jahrelang gearbeitet haben, schwindet von heute auf morgen wieder, zum Beispiel. Ja, genau, da habe ich jetzt gerade schon drauf hingewiesen. Und auch das zeigt sich natürlich in den mühevollen Entwicklungen der letzten Jahre zu einer kindzentrierten partizipatorischen Didaktik, was sich in ganz vielen Alltagssituationen gezeigt hat, bei der Essenssituation, dass sich Kinder selbstständig Essen nehmen können, sich zu trinken einschenken können, dass sie entscheiden können, mit wem sie wo, wann spielen. All diese Fragen waren in den letzten Wochen anders, wurden anders gehandhabt als davor. Und ich denke, dass wir wirklich einfach schauen müssen, wie kann man jetzt all das wieder unter einen Hut bekommen und wie kann man vor allem dann, wenn sich Fachkräfte wirklich entscheiden, aus nachvollziehbaren Gründen entscheiden, es erstmal weiterhin so zu belassen, stets in Erinnerung sich zu halten, dass das nicht der neue pädagogische Alltag ist, sondern dass das ein ganz klarer Corona-Alltag ist, so würde ich es jetzt mal bezeichnen, wo die Hygieneregelungen im Moment eher über den pädagogischen Anforderungen auch stehen. Auch wenn der Schutzaspekt aller Beteiligten nach wie vor an erster Stelle steht, das finde ich nochmal ganz, ganz wichtig. Also mir geht es hier nicht darum, irgendwas zu kritisieren. Ich glaube, dass wir in Deutschland da tatsächlich relativ gut reagiert haben, was sich ja auch in der Entwicklung der Zahlen grundsätzlich gezeigt hat, dass es hier nicht so dramatisch abgelaufen ist, wie es in anderen Ländern der Fall war, ist es einfach wichtig zu gucken, welches pädagogisches Selbstverständnis haben wir und wie möchten wir diese ungewöhnlichen Zeiten für uns, jede Einrichtung individuell und vielleicht auch im Trägerverbund so reflektieren, dass uns ganz, ganz klar ist, was setzen wir momentan um als Schutzmaßnahmen vor Neuinfektionen und was sind pädagogisch durchdachte Änderungen. Also ich finde es unglaublich wichtig, ich hatte es eben an einem Beispiel der Eingewöhnung deutlich gemacht, dass man vielleicht auch Dinge miteinander in Einklang bringen kann. Wenn man da flexibel bleibt und zum Beispiel sagt, okay, wir machen die Eingewöhnung draußen, da können wir die Eltern auch ohne Maske sein lassen und den Abstand einhalten und trotzdem hat das Kind die Möglichkeit, sozusagen ja, die Sicherheit und all das Social Referencing, sagen wir in der Fachwelt, wo sie sich ja, über die Eltern einfach absichern wollen, ob alles richtig ist, trotzdem so erfahren können. Das wäre sozusagen mein großes Plädoyer, falls auch diese Lockerungen wieder zurückgeführt werden müssten und es tatsächlich nochmal zu Schließungen käme oder anderem, dass wir immer wieder überlegen, was sind denn für uns die wichtigsten Punkte, um sozusagen weiterhin auch auf einer kindzentrierten Ebene zu arbeiten und Familien es zuzusichern, dass wir im Kontakt bleiben und wir nicht plötzlich durch Corona sozusagen in zwei Welten leben. Also hier werden die Kinder übergeben und ab dem Eingangsbereich sind sozusagen, haben die Eltern nichts mehr mit dem zu tun, was in den Kitas selbst stattfindet. Das wäre natürlich ein unglaublich großer Rückschritt, wenn das passieren würde. Gut. Also in dem Sinne würde ich sagen, weitere Überlegungen, lassen Sie uns alle zusammen überlegen, was können wir tun, damit einerseits die Infektionsbedingungen sichergestellt sind und trotzdem unser umfassender Auftrag von Kindertagesstätten aufrechterhalten bleiben kann. Sie haben vielleicht alle auch in den Medien mitbekommen, es wurde jetzt ganz, ganz aktuell der Corona-Rat einberufen, was ja auch nochmal in die Richtung geht, zu zeigen, okay, es wird deutlich, dass wir hier an einem Tisch sitzen müssen und gemeinsam überlegen müssen, was man hier vermehrt tun kann. Und ich würde ganz stark mich dafür nochmal äußern, eine klare Stärkung des Systems hier hervorzuheben, die unbedingt notwendig wird. Und zwischen Fachkräftegewinnung und Bindung einerseits und Kräftemangel zu unterscheiden. Wir alle wissen, wir haben hohen Kräftemangel. Das bedeutet, wir müssen die Fachkräfte, die wir haben,
unbedingt dafür sorgen, dass sie bessere Bedingungen bekommen und dass sie durch diese besseren Bedingungen sich auch lieber wieder an ihre Einrichtung binden und das dazu beiträgt, dass die Personalsituation sich etwas entspannen kann. Problematisch finde ich auch hier, was sich gerade abzeichnet. Einerseits war die Professionalisierung ein ganz großes Thema in den letzten Jahren, die Akademisierung der Studiengänge, die gekommen sind. Und gleichzeitig zeigen sich jetzt wieder Schritte in Richtung Deprofessionalisierung, wo Arbeitskräfte jetzt relativ schnell und zügig eingestellt werden sollen, um diesen Personalmangel irgendwie zu beheben. Aber ich glaube, dass wir nicht damit mit diesem Ziel dahin kommen, was wir eigentlich erreichen wollen, dass wir sehr, sehr schnell sozusagen, was heißt sehr schnell, wir sind, die Zeit ist ja schon uns sehr im Nacken, wir reden ja schon seit Jahren darüber, dass wir da mehr Professionalisierung brauchen. Und wenn wir jetzt wieder weniger in die Professionalisierung geben und weniger Arbeitskräfte haben, die nicht gut ausgebildet werden, dann werden wir eher einen Schritt zurückgehen. Das müssen wir uns ganz klar bewusst sein. Ja, und ich denke, es ist ganz klar Zeit, dass der Bereich frühkindliche Bildung und Betreuung mehr Wertschätzung erhält in Form von besseren Arbeitsbedingungen, in Form von besserer Bezahlung und in Form von mehr Anerkennung. Das würde auch bedeuten, dass die vielen Studierenden zum Beispiel aus den kindheitspädagogischen Studien wirklich in den Kitas landen und nicht, wie es momentan noch der Fall ist, eher in andere Bereiche wechseln, weil sie einfach so schlecht bezahlt werden im Kita-Bereich, dass sie sich fragen, dafür habe ich jetzt nicht studiert. Lassen Sie mich zusammenfassen und damit auch wirklich jetzt zum Ende kommen. Jetzt haben Sie sehr lange und aufmerksam zugehört. Dafür vielen Dank. Ich denke, es ist wirklich eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, dass wir für gesetzliche Regelungen sorgen, die beispielsweise wissenschaftlichen Standards entspricht, als Maßstab für die Bemessung der Personalkapazitäten. Also wir wissen aus den ganzen Studien, dass man im Krippenbereich eine Betreuung von 1:3, einen Personalschlüssel von 1:3 und im Elementarbereich zum Beispiel einen Personalschlüssel von 1:8 benötigt. Da sind wir lange von, noch weit von entfernt. Und ich denke, der Spagat, den pädagogische Fachkräfte zwischen professionellen Ansprüchen und verfügbaren Ressourcen zu leisten haben, wurde jetzt in den letzten Monaten nochmal wirklich mehr als deutlich. Und es zeigt sich immer stärker, dass unter solchen Bedingungen der Bildungsauftrag nicht erfüllt werden kann. Es zeigt sich momentan, dass wir wirklich hier gerade wieder mehr den Betreuungsauftrag in den Fokus stellen. Und das ist etwas, wo wir nicht uns hinentwickeln wollen, sondern ich denke, es ist ganz klar, dass der Bildungsauftrag eigentlich an mehr Bedeutung gewonnen hatte und dass das unser aller Anliegen sein muss, dort auch wieder hinzukommen. Und die prekäre Lage, die es schon vorher gab in den Kitas, zeigt sich eigentlich im Moment durch die Covid-19-Pandemie nochmal sehr stark wie ein Spiegel. Und ich denke, es ist eigentlich nur ein Spiegel dafür, das, was im Bildungssystem schon lange, lange nicht funktioniert hat, wird jetzt nochmal ordentlich deutlich, richtig sichtbar und zeigt uns aber auch, dass hier unglaublich schnell Reformen benötigt werden, an die wir jetzt rangehen müssen. Jetzt ist die Zeit reif. In diesem Sinne danke ich Ihnen ganz herzlich nochmal für das aufmerksame Zuhören und bin jetzt gespannt auf Ihre Rückmeldungen und hoffe, ich habe Sie nicht erschlagen mit meinem Vortrag. Liebe Frau Alemzadeh, vielen, vielen Dank an dieser Stelle für diesen lebendigen Vortrag. Wir freuen uns und ich würde Sie als Teilnehmer an dieser Stelle gerne ermutigen, wenn Sie schon mal an einer Zoom-Sitzung teilgenommen haben, man kann unten Reaktionen machen und zum Beispiel ein Applauszeichen einfügen. Das ist für den Referenten immer eine sehr schöne Geste oder einen Daumen hoch, genau. An der Stelle vielen, vielen Dank, weil der Applaus ja an dieser Stelle, wie er bei einer Live-Veranstaltung zu hören wäre, nicht erfolgen kann. Ich glaube, viele von Ihnen haben es gemerkt. Wir sind mehr als 100. Ich begrüße die Dazugekommenen und muss mich an dieser Stelle
ja, fürs NIFBE, glaube ich, nicht entschuldigen, sondern mein Kollege hat mit Amerika telefoniert und es war wohl nicht umgeschaltet. Also von daher schön, dass Sie jetzt dazukommen. Ihnen fehlt wahrscheinlich ein Teil des Vortrages. Der Vortrag wird komplett eingestellt und wir werden gleich intern auch nochmal überlegen, was mit den anderen 150 denn ist, ob es gegebenenfalls noch eine weitere Veranstaltung geben kann oder wie wir das jetzt übers Forum lösen. Auf jeden Fall Ihnen ein herzliches Willkommen. Die meisten haben, wie Sie das vielleicht gesehen haben, Ihren Bildschirm ausgeschaltet und im Chat sind ein paar Fragen eingegangen. Und meine liebe Kollegin Gisela Rühling wird jetzt die Diskussion mit Frau Alemzadeh führen. Dankeschön. Ja, also auch von meiner Seite ein herzliches Dankeschön für den Vortrag. Also ich habe bisher keine Frage gesehen, die eingegangen ist. Aber vielleicht gibt mir das einfach die Gelegenheit, eine Frage zu stellen, beziehungsweise nochmal so einen kurzen Überblick zu formulieren. Ich fand, Sie haben wirklich einen wunderbaren Überblick gegeben zu den ganz unterschiedlichsten Themen. Besonders war natürlich auch wichtig das Thema mit dem Personalmangel bzw. Kita, ein System unter Druck. Und genau, ich bitte auch nochmal oder lade nochmal alle ein, dass Sie gerne Fragen stellen können. Ich hoffe, dass ich das jetzt gleichzeitig hinkriege, meine Frage zu stellen. Und ja, wie Sie hatten so einen Hinweis gegeben zu den Übergangsheften. Können Sie da vielleicht nochmal einen Satz zu sagen und welche Erfahrungen Sie bzw. die Fachkräfte damit gemacht haben? Ja, also das sind tatsächlich Ideen aus den Einrichtungen, die mir sozusagen auch mitgeteilt worden sind. Also eine Kita hatte beispielsweise erzählt, dass die Eltern bei ihnen tatsächlich gesagt haben, dass sie diese Übergabe für sich als relativ entspannt erlebt haben. Es wurde aber auch sozusagen vom ersten Tag an dieses Übergabeheft eingerichtet, wo man sozusagen mit dem Rucksack des Kindes, wo halt die Trinkflasche oder was auch immer man so mitgibt, Wechselsachen, ein kleines Heftchen beigelegt worden ist, wo die Eltern immer sowohl Informationen reinschreiben konnten. Also ich sage jetzt mal zum Beispiel, wir hatten gestern einen ganz schwierigen Nachmittag, falls Kind XY heute nicht so gut drauf sind, wissen Sie vielleicht, was wir erlebt haben oder wir waren bei einer Arztuntersuchung, was auch immer. Und gleichzeitig hatten die Fachkräfte auch die Möglichkeit, in dieses Heft Dinge reinzuschreiben, was im Alltag passiert ist oder ob es Besonderheiten gab oder auch ganz pragmatische Dinge wie wir brauchen neue Ersatzsachen, alles Mögliche. Ne? Und ich glaube, es war aber tatsächlich dadurch so ein Kommunikation möglich. Da habe ich mich auch gefragt, wow, wie bekommen Sie das hin mit 25 Kindern und Übergangsheften? Aber die haben sich das dann wirklich auch als neue Routine angeeignet, dass wenn die Kinder kommen, sie immer einmal kurz reingeguckt haben und wenn was in der Kita war, auch tatsächlich es selbst sofort genutzt haben. Das fand ich zum Beispiel einen schönen, innovativen, sogar digital freien neuen Impuls, ne? So etwas umzusetzen. Ja, und macht nochmal deutlich, wie flexibel pädagogische Fachkräfte überhaupt die Einrichtungen so sind. Ich gehe mal ganz kurz zurück. Es war sehr interessant und hat einen in einigen Bereichen auch selbst nochmal gestärkt in dem, was wir in der Kita in dieser Zeit gemacht haben. Dankeschön. Jetzt haben wir hier eine Frage. Habe ich das richtig verstanden, dass man als Fachkräfte in der Einrichtung die Maskenpflicht lockern könnte? Und dann noch gleich dazu von der gleichen Person, ebenso geht die Frage hin zur Gruppenmischung im Außenbereich. Ist das vertretbar? Mir ist auch noch eine Frage eingegangen. Also zu der Frage, ob man die Maskenpflicht lockern könnte. Ich habe natürlich nicht den Überblick über 16 Bundesländern. Da bin ich ganz ehrlich mit Ihnen. Also genauso wie es für Sie schwierig war, da noch irgendwann die Informationen alle geregelt zu lesen, so ging es mir auch. Ich bin im Bundesland NRW tätig und dort habe ich tatsächlich nachgelesen, gab es die Maskenpflicht
so nie, es sei denn, der Abstand von 1,5 Metern konnte nicht eingehalten werden. Das bedeutet, wenn ich als Fachkraft es in der Hand habe, in einem Raum zu sein, wo ich diesen Abstand einhalten kann zu den Eltern oder halt, wie ich es empfohlen habe, im Außengelände zu sein, wo ja sowieso es einfach auch noch mal weniger Risiken gibt, spricht da aus meiner Sicht gar nichts dagegen, dass man mit Eltern auf Abstand ein Gespräch halten kann, wo die Eltern vielleicht nicht die Maske tragen müssen. Oder vor allem, wenn es jetzt im Erwachsenengespräch ist, finde ich es gar nicht so problematisch. Ich finde es eher problematisch, wie jetzt eben geschildert, in Eingewöhnungssituationen oder in Situationen, wo es für die Kinder wichtig ist, auch über Gestik und Mimik einfach viel aus dem Gesichtsabdruck zu lesen. Mhm. Ja. Ja, vielen Dank. Ich kann mit Frau Götze weitermachen. Frau Götze fragt, wie lässt sich einer Entwicklung entgegensteuern, in der die Praxis die Maßnahmen der Corona-Zeit als förderlich für die Kindesentwicklung bewertet? Also es klingt nach einer Fachberaterfrage, als da wäre ein Abschied ohne Eltern ist doch viel schöner oder Alltagsangebotspädagogik war doch für die Kinder viel besser. Wie lässt sich dem entgegensteuern? Ich denke, die Frage hat mich auch beschäftigt, weil ich das auch mitbekommen habe. Also, dass einige Einrichtungen gesagt haben, so entspannt hatten wir noch nie die An- und Bring- und Abholsituation. Vielleicht lassen wir das jetzt einfach mal so. Und ich glaube, was ganz, ganz, ganz wichtig ist, ist, dass wir wirklich hier sehen, für mich ist das ein Spiegel der Belastung der Erzieherin, was ich auch versucht habe, in dem Vortrag nochmal sehr deutlich zu machen. Ich glaube, wenn wir unter pädagogischen Gesichtspunkten argumentieren und fachlich uns gut aufstellen, egal ob jetzt als Fachberatung oder auch in den Kitas selbst unter Kolleginnen, brauchen wir eigentlich nicht wirklich ernsthaft darüber zu diskutieren, ob das sozusagen förderlich wäre, wenn wir all das, was wir pädagogisch wirklich in den letzten Jahren entwickelt haben, jetzt über Bord schmeißen und zurückkehren zu dem Alteingesessenen, sage ich jetzt mal, was eher so die letzten Jahre sehr viel gemacht wurde und wo wir froh sind, dass wir es eigentlich nicht mehr machen. Es zeigt aber für mich einfach unglaublich stark die Belastungssituation. Und unter diesen Gesichtspunkten kann ich das verstehen. Also wenn ich weiß, ich habe so viel im Alltag zu stemmen und dann sind jetzt 20 Tür- und Angelgespräche, die wegfallen, eine Entlastung. Das ist völlig klar. Deshalb finde ich es ganz, ganz wichtig, dass wir auch hier in dieser Reihe und gerade wenn es jetzt auch um andere höhere politische Diskussion geht, das nicht aus dem Blick verlieren, dass wir sehen, es kann nicht sein, dass wir pädagogische Qualität einbußen zugunsten dessen, dass sozusagen die pädagogischen Fachkräfte entlastet werden. Wir müssen ein System schaffen, wo beides möglich ist. Also wir müssen ganz klar für Standards sorgen und für Arbeitsbedingungen sorgen, die so sind, dass pädagogische Fachkräfte nicht dauerhaft belastet sind und sich dadurch auch wieder mehr den pädagogischen Themen widmen können. Das wäre so eine sehr abstrakte Antwort vielleicht, aber ich denke, wir müssen wirklich ganz, ganz klar machen, warum wir das, was wir umsetzen, umsetzen. Und da ist völlig klar in der Theorie, egal auf welcher Ebene, ob wir jetzt in die pädagogischen Forschungen gucken, ob wir in die Ergebnisse der Gehirnforschung der letzten Jahre gucken, das ist ganz deutlich, dass kindzentrierte Pädagogik bedeutet, die Kinder sind aktive, kompetente Lerner, sie sollen selbst entscheiden, sie sollen ihre Themen selbst aussuchen. Für mich gibt es da eigentlich gar keinen Weg zurück. Dass alles, was da in die falsche, oder was heißt falsch, aber wenn es wieder zurückgeht, heißt es, dass wir all die Forschungen der letzten Jahre sozusagen wieder nicht zur Kenntnis nehmen würden. Das wäre sehr, sehr traurig. Ne? Gleichzeitig müssen wir es ernst nehmen, zu sehen, die Belastung ist so hoch, dass Fachkräfte selber, also es gibt ja auch diese neue Studie von der Bertelsmann Stiftung, HISKITA, glaube ich, wo wirklich pädagogische Fachkräfte gesprochen wurden, ne? Also wo sie aus der Perspektive der pädagogischen Fachkräfte befragt wurden und die selbst gesagt haben, im Moment können wir oft nur unserer Aufsichtspflicht nachkommen, wir schaffen es gar nicht anders. So, und da müssen wir wirklich gucken, wie schaffen wir es denn, wieder kleinere Gruppen zu haben, bessere Personalschlüssel zu haben. Ich weiß, das hilft Ihnen jetzt in der
Kita selbst als pädagogische Fachkraft relativ weniger weiter. Aber ich finde es wichtig, das in diesen Situationen hier an solchen Stellen zu platzieren, weil die auch einfach in der Öffentlichkeit stehen. Und ich hoffe, dass wir ihnen damit sozusagen auch es ermöglichen können, wieder bessere Bedingungen zu bekommen. Und ich denke, die Fachkräfte selbst, die es umsetzen, davon gab es einige, die wirklich hochgradig tolle Arbeit geleistet haben, wo aber immer wieder auch deutlich wurde, dass es ganz, ganz viel mit persönlichem Engagement zu tun hatte und ganz viele dieser Fachkräfte über ihre Grenzen eigentlich stets hinweggehen. So, ne? Also einerseits ist nochmal eine Frage, wer ist befragt worden? Hier ist nämlich eine Nachfrage zu dem Zehntel der Kinder, die nur Kontakt zu ihren Bezugspersonen bzw. Pädagoginnen hatten. Und zum anderen gibt es nochmal eine Frage zu den, wie können wir die Integrationskinder, den Integrationskindern weiter gerecht werden? Also ich denke, zu der ersten Frage, die Zahlen, die ich genannt habe, stammen aus der Studie Kindsein in Zeiten von Corona, die über das DJI gelaufen ist. Sie finden das auch am Ende meiner Präsentation in den Literaturangaben mit den Links. Also wenn Sie das da nochmal näher nachlesen wollen, kommen Sie da relativ schnell hin über die Links. Und befragt wurden von insgesamt 8.100 Eltern von 3- bis 15-jährigen Kindern, 3- bis 6-jährige Kinder waren die Eltern 3.346. Ne? Und klar, das ist natürlich jetzt erstmal nur ein kleinerer Anteil. Ich denke aber, dass sie wahrscheinlich doch repräsentativ ist mit dem oder mit den Informationen, die wir jetzt auch so bekommen haben von Fachberatungen, von Weiterbildungen, wo immer wieder auch gespiegelt wurde, dass es eher die sehr Engagierten waren, die da sehr viel Mühe sich gegeben haben, in Kontakt zu bleiben und die anderen eher das dann aufgenommen haben, als dann die Anforderungen wirklich von oben kamen und das auch zum Beispiel vom Ministerium kommuniziert wurde, dass dies doch bitte geschehen soll in der Zeit, wo Fachkräfte im Homeoffice sind. Dennoch stehen die Studien natürlich völlig am Anfang, also es gibt da auch ganz wenig zu. Ich habe auch gesehen, hier in der Vortragsreihe wird es einen Vortrag geben zu Corona aus der Sicht der Kinder, glaube ich. Ich weiß jetzt nicht genau, wie der Titel heißt. Da bin ich selber ganz, ganz neugierig, was es da schon auch für Forschung zu gibt. Also ich denke, wir haben ganz stark immer wieder selbst schon erfahren, dass viele Kinder im Spiel, Sie hatten das zu Anfangs benannt, das war auch so eines meiner Forschungsthemen, dass das ganz deutlich wurde, dass Kinder im Spiel ganz stark dieses Corona-Thema immer wieder nachspielen, erleben und damit auch einfach deutlich zeigen, dass sie dass innere Verarbeitungsprozesse unglaublich stark im Gang sind, um auch auf ihrer Ebene all das Geschehen, ja, zu verstehen und zu verarbeiten. Ja, jetzt nochmal zu der Frage mit den Integrationskindern. Was da noch verstärkt, wie man die noch verstärkt unterstützen kann. Ja, also jetzt natürlich eine sehr, sehr offene Frage. Ich weiß nicht, ob es jetzt in eine bestimmte Richtung geht. Grundsätzlich würde ich sagen, dass es natürlich grundsätzlich bei allen individuell beachtet werden muss. Also bei den Integrationskindern ist es ähnlich für mich wie auch bei den U3-Kindern, dass man da nochmal einen ganz besonderen Fokus haben muss, weil sie sich noch schlechter selbst, nicht immer, aber oft ausdrücken können, dass wir sozusagen viel, viel feinfühliger über die Zeichen der Kinder sein müssen und dass wir einfach gucken müssen, was steht gerade an, welche Themen sind gerade da, wo brauchen diese Kinder mehr Unterstützung, wo brauchen sie auch Rückhalt, was können wir im Alltag bieten und gerade dadurch, dass all die Routinen durcheinander geworfen sind, wir wissen ja, dass gerade Kinder, die da sehr sensibel sind, eigentlich sehr stark diese Alltagsstrukturen brauchen und dass wir einfach dafür sorgen müssen, dass diese Strukturen und all diese Sicherheit im Moment auch auf anderen Ebenen gegeben werden. Also ich denke, das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Hinweis, dass wir, ich hatte im März, glaube ich, war das in einem Interview auch, was kann man machen jetzt,
für pädagogische Fachkräfte gesagt, ich fand es in dieser Zeit unglaublich wichtig, dass wir als Fachkräfte erstmal für unsere eigene Stabilität sorgen müssen und dass das ein ganz großes Thema im Moment ist, um dann für die Familien und die Kinder wirklich auch Sicherheit ausstrahlen zu können. Ich kann mir vorstellen, dass gerade diese Verunsicherung im Feld auch nochmal zu sehr viel Unsicherheit bei den Kindern beitragen können, natürlich, weil wir wissen, dass sich Emotionen in dem Alter unglaublich stark auch auf Kinder übertragen. Und wenn wir da Fachkräfte haben, die selber sehr, sehr verunsichert sind, was da jetzt gerade alles passiert und ob das so richtig ist, dann können wir eigentlich sicher sein, dass die Kinder das auch spüren und auch sich nicht so wohlfühlen, wie sie es sonst tun würden. Und andererseits hatte ich eben schon gesagt, ist das natürlich was wir keinem übel nehmen können, ne? Aber wir müssen halt sorgen, wie können wir das relativ so gut gestalten in den Einrichtungen, in unseren Teams miteinander, dass wir Sicherheit und Stabilität in den Alltag reinbekommen können. Auch wenn das im Moment wirklich sehr individuell geschieht. Wobei auch das ist ja im Kita-Feld nichts also nichts Besonderes. Das war ja vorher auch schon, dass es sehr unterschiedlich war. Dann haben wir hier noch beziehungsweise verschiedene Hinweise, aber hier nochmal ein Hinweis, wo es um die Abhol- beziehungsweise Bring- und Abholsituationen ging und dass das eben zur Unzufriedenheit auf Seiten der Eltern geführt hat. Auf der anderen Seite natürlich zur Frustration auf Seiten der Erzieherinnen, weil ja, die sind natürlich auch nicht wirklich glücklich damit. Und das heißt im Grunde genommen auch immer wieder sehr kreativ zu werden in den Einrichtungen, beziehungsweise diese Unzufriedenheiten eben auch miteinander anzusprechen. Ja, ich würde auch da nochmal ermutigen. Ich weiß, dass es unglaublich viel ist im Alltag, ne? Aber ich glaube wirklich an der Stelle auch Dinge wieder zusammenzubringen. Also das, was sie vielleicht vorher im besten Falle in der Gruppe gemacht haben oder in den Fluren, dass sie irgendwie bestimmte pädagogische Prozesse über Beobachtung, Dokumentation in Form einer Wanddokumentation ausgehangen haben, machen Sie sowas jetzt vorne, ganz vorne im Eingangsbereich. Ne? Ich glaube, was zu Unzufriedenheit führt, ist, dass die Eltern wirklich das Gefühl haben, okay, jetzt kriege ich irgendwie gar nichts mehr mit. Ne? Ich bringe mein Kind dahin und ich weiß überhaupt nicht, wie geht es dem Kind, was machen die im Moment, was machen die nicht. Und ich glaube, das ist genau das, was wir eben meinten mit dieser fehlenden Transparenz. Alleine dadurch, dass Eltern früher mal mit reingegangen sind und mal einen Blick in den Gruppenraum geworfen haben, hatten sie da so ein bisschen Gefühl dafür, was hat hier so stattgefunden. Und das entfällt. Da müssen wir neue Lösungen für finden, dass sie ein Gefühl bekommen, sie sind weiterhin auch Teil des Kita-Alltags sozusagen, weil das Kind gibt es nie alleine. Das Kind gibt es ja immer nur mit der gesamten Familie sozusagen. Ja. Das finde ich auch wichtig. Es gibt noch so noch mal eine Frage zu den Hygienemaßnahmen. Ich lese das mal am besten vor. Ich sehe viel Verunsicherung, welche Hygienemaßnahmen angemessen sind. Meines Erachtens zieht sich das Gesundheitsamt bzw. die Politik aus der Verantwortung und überlässt uns in der Kita die Entscheidung, was auch zu Konflikten mit Eltern und Unmut im Team führt. Die Meinungen sind ja sehr vielfältig. Es gab auch schon mal einen anderen Kommentar, wo es auch so darum ging, letztendlich sind die pädagogischen Fachkräfte oder auch die Fachberatung sehr alleine gelassen damit. Haben Sie da noch einen Hinweis, irgendwas Mutmachendes vielleicht? Ja, also es ist natürlich genau das, was wir angesprochen haben, dass diese vielen, vielen Informationen, die neu kommen, wo man einerseits selbst Orientierung sucht in dieser Flut an Informationen, die man nicht immer zufriedenstellend auch sofort bekommt. Es dauert auch öfter mal so eine Zeit lang, bis man dann das Gefühl hat, okay, das sind Informationen, mit denen man jetzt arbeiten kann. Ich finde es ganz, ganz wichtig, dass hat jetzt nichts direkt mit den Vorgaben zu tun, sondern was auch früher schon wichtig war, kommunizieren Sie transparent, bleiben Sie offen, bleiben Sie in Kontakt mit den Eltern. Und ich glaube, dass die Eltern Ihnen das dann auch nicht übel nehmen werden, sondern dass sie das verstehen werden. Also man bekommt immer häufiger auch schon Elternbriefe, habe ich jetzt gehört, auch aus Einrichtungen. Ich habe es auch selber erlebt in meinem Freundeskreis und auch bei mir selber privat,
dass Fachkräfte und auch Grundschullehrer darauf hinweisen, dass es sie auch treffen kann, dass sie krank werden und dass dann doch wieder Homeschooling oder Home-Kindergarten ansteht. Und ich denke, wenn sie diese Sorge einfach nochmal deutlich machen, dass zum einen Eltern da rücksichtsvoller sein werden und andererseits ist natürlich wirklich die große Schwierigkeit, wir wissen alle, dass es in dem Alter Kinder gibt, die den ganzen Herbst lang mit Schnupfnase rumgelaufen sind, schon jeher. Und es kann jetzt eigentlich auch nicht wirklich die Lösung sein, zu sagen, all die Kinder, die jetzt einen leichten Schnupfen haben, müssen zu Hause bleiben. Ich denke, da wurden ja auch die Regelungen nochmal gelockert in Richtung von beobachten Sie mindestens 24 Stunden, kommen andere Symptome hinzu oder nicht, bleibt es nur bei der Schnupfnase. Ich würde da wirklich im Gespräch bleiben mit den Eltern, wenn es klare Sachen zur Besorgnis gibt, die auch offen anzusprechen und darum zu bitten, dass das Kind dann nicht gebracht wird. Aber letztendlich ist es tatsächlich so, dass ja die Eltern, ganz letztendlich sind die Eltern in der Verantwortung, weil sie wissen über die Regelungen und sie müssen entscheiden, kann ich das Kind jetzt guten Gewissens in die Einrichtung schicken oder nicht. Mhm. Aber dass da unglaublich hohes Konfliktpotenzial ist, ist jetzt schon spürbar, überdeutlich spürbar, weil das in vielen Einrichtungen gerade thematisiert wird. Ich glaube, es wäre ein bisschen mein Rat zu sagen, da sozusagen auch zu versuchen, trotz all dieser heiklen Situation entspannt zu bleiben und sich selber auch nochmal vor Augen zu führen. Schnupfen gab es vorher auch immer und wir müssen jetzt auch nicht bei jedem kleinsten Anzeichen mit Corona irgendwie in totale Unsicherheit gehen. Ne? Mhm. Aber das ist schwierig. Also ich bin keine Ärztin und das ist mir auch ganz wichtig gewesen bei dem Vortrag, dass ich hier keine Ratschläge gebe zu Hygienemaßnahmen, sondern wirklich eher die pädagogische Perspektive einnehmen will. Mhm. Ja. Vielleicht geht es ja an der Stelle auch um, trauen Sie Ihrer Intuition und Ihrer langjährigen Erfahrung und kommunizieren Sie auch Ihre Ängste. Ich würde an dieser Stelle gerne übernehmen, weil es ist 17:28. Ja, ich weiß, aber trotzdem finde ich diesen einen Beitrag, also weil es, ich finde es tatsächlich auch nochmal ein wichtiges Signal, eine Frage, also die ich sehr wichtig finde, wirklich tatsächlich. Und ich glaube, dass es für Frau Anna-Lemsadeh natürlich auch schwierig ist, darauf jetzt konkret zu antworten, abgesehen davon, dass Stefan Breh darauf geantwortet hat, dass diese Rahmenbedingungen, die müssen verändert werden. Darauf haben Sie selber hingewiesen. Ich glaube, dass es eben nur wichtig ist, was für ein Signal gibt man den pädagogischen Fachkräften, den Einrichtungen. Das kann nur politisch gelöst werden, schreibt Stefan Breh. Da hat er natürlich sicher recht. Aber die Frage ist natürlich trotzdem, was können Pädagogen tun? Vielleicht, was können auch Eltern tun? Haben Sie da eine Idee? Weil ich das schon auch wichtig finde, weil das eben auch hier mehrfach angeklungen ist als Fragestellung. Sorry. Ich habe jetzt aber nicht ganz die Frage verstanden. Also was jetzt nochmal an Rahmen? Naja, Sie haben gesagt, dass die Rahmenbedingungen geändert werden müssen. Also ja, dass es natürlich auch um mehr Bezahlung, mehr Anerkennung geht. Ja. Und ja, das sehen die pädagogischen Fachkräfte, das sehen die Fachberatungen genauso, nur sie stehen ja letztendlich irgendwie alleine da und die Politik ist gefordert, aber wie erreichen Pädagogen letztendlich die Politik? Okay, ja. Ich denke, dass wir wirklich da einfach alle an einen Strang ziehen müssen. Die Gewerkschaften sind sehr aktiv geworden. Mhm. Ich denke, es werden auch immer mehr Fachkräfte aktiv, was ich wichtig finde. Also zum Beispiel über diese Studien der Bertelsmann Stiftung, wo jetzt die Perspektive der Fachkräfte gezählt wird und wo auch die Beteiligung sozusagen nach außen ging. Bitte beteiligen Sie sich an dieser Studie. Wir wollen wissen, wie es Ihnen aus Ihrer Sicht geht. Und ich glaube, das ist das, was wir tun können, dass wir jetzt all das zusammentragen, all die Perspektiven zusammenbringen und ja, überdeutlich machen, dass wir an einem Punkt sozusagen gerade stehen, wo Corona uns, wie gesagt, einfach spiegelt. Das System ist schon lange diesen Änderungen schuldig und jetzt ist einfach der Punkt, wo es geschehen muss, weil sonst sind am Ende alle so belastet, dass das System zusammenbricht. Und ich glaube, dass wir da an dem Punkt
dass mit allen Perspektiven, sei es über die Fachberatung, sei es über die Gewerkschaften, sei es wir über die Forschungsergebnisse, sei es die Politiker, die es selber ja auch schon sehen, aber wo ich trotzdem denke, es muss langfristige Lösungen gefunden werden, die einfach zeigen, es kann jetzt nicht Gesetze geben, die dann bis 2022 sichern, dass es mehr Gelder gibt und danach fragen sich alle wieder, ja und jetzt? Mhm. Das kann keine tragfähige Lösung sein. Mhm. Ja. Und ich denke, erheben Sie einfach Ihre Stimmen, wir tun es auch. Genau. Und ich glaube, alle zusammen werden wir dann auch wirklich Gewicht haben. Mhm. Ja. Das ist ein schönes Abschlusswort. Genau. Vielen Dank. Mein zweiter Versuch, diesen Teil der Konferenz zu beenden. Sie als Teilnehmer haben jetzt nochmal die Chance, auch über Reaktionen unten meiner Kollegin und Frau Alemsadeh Ihre Wertschätzung auszudrücken. Wir nehmen das mal als tosenden Applaus und ich freue mich sehr, dass so eine lebendige Diskussion auch im Chat hier stattgefunden hat. Damit ist es ja nicht zu Ende, sondern die Idee dieser Veranstaltungsreihe ist ja, dass anschließend im Forum, weil man ja weiß, nicht alle können mit ihren Fragen hier sofort landen, und es gehört ja auch was dazu, im Chat eine Frage zu stellen, dass man im Forum die Diskussion weiter, ich sag mal, anfachen, aber auch und mitgestalten, aber auch einfach nur verfolgen kann. Und Sie sehen, und das schicken wir Ihnen morgen als Mail auch nochmal rum, den Link an das Forum, dass wir jetzt in den nächsten Wochen und ich denke auch mit der Unterstützung von Frau Alemsadeh weiter, ich sag mal, befeuern wollen. Und an dieser Stelle nochmal ein ganz herzlicher Dank. Ich hoffe, der warme Applaus ist bei Ihnen angekommen. Die ganz herzlichen Dank. Gerne. Die nächste Zoom-Konferenz ist am 15.09. Und da wird es nochmal explizit um das Thema Eingewöhnung gehen mit Frau Professorin Rahel Dreyer. Ich habe nochmal mitgenommen, das sage ich jetzt mal so als Gerlinde Schmidt-Hoth, draußen ist auch eine Chance. Draußen ist eine Chance. Outdoor-Eingewöhnung heißt vielleicht auch nochmal spannende Ideen für den Herbst, die uns da entgegenkommen werden. Vielleicht kommen da Dinge auf uns zu, die wir alle noch gar nicht für möglich gehalten haben, mit oder ohne Maske. Also im Chat, Frau Alemsadeh, ist gerade richtig was los. Ganz viele sagen Dankeschön. Das möchte ich an dieser Stelle auch sagen. Und zwar ein ganz tüchtiges Dankeschön an die Co-Stelle in Osnabrück, die den technischen Support gemacht hat. Holger Mack, der Techniker in allen Lebenslagen und in so einer Situation unter so einem Druck nochmal eben in Amerika anruft. Ich finde, das hat auch jetzt einen Applaus verdient, genauso wie der vorbereitende Teil durch Carsten Herrmann und Gisela Röhling und viele der Kolleginnen, die ja mitgeplant haben, dass diese Reihe auch so spontan über den Sommer an den Start kommen konnte. Herzlichen Dank an der Stelle. Die kommenden Monate werden uns alle folgern.